Wenn Erntedank ins Haus steht, ist das Jahr nicht mehr so lang. Und so sind wir auch schon beim Rückblick auf das vierte Quartal 2020 angekommen. Und Erntedank wurde in Bertelsdorf ein ganzes Wochenende gefeiert. Zum Auftakt der Feierlichkeiten begleiteten traditionell die Seifersdorfer Blasmusikanten den Lampion- und Fackelumzug in Bertelsdorf, bevor dann in die festlich mit Erntegaben geschmückte Kirche eingezogen wurde. Hier begrüßte der Vorsitzende des Kulturvereins, Volker Esbach, alle Anwesenden und ging in seiner Rede auf die jährliche große Herausforderung ein, eine gute Ernte einzufahren. Anschließend führte der Faschingsclub Bertelsdorf auf seine humorvolle Art das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten auf. Die Bäuerin bekommt morgen Gäste und ich soll in der Suppe landen. Deshalb schreie ich, solange ich noch kann. Die vier Freunde überlegten, wie sie die Räuber verjagen konnten und kamen auf eine Idee. Der Hund sprang auf den Rücken des Esels. Die Katze kletterte auf den Rücken des Hundes. Und schließlich setzte sich der Hahn auf die Katze. Der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn krähte aus Leibeskräften. Von da an trauten sich die Räuber nie wieder ins Haus. Am Rande der Veranstaltung sprachen wir mit Volker Esbach über die Tradition des Erntedankfestes in Bertelsdorf. Das Erntefest in Bertelsdorf hat eine vieljährige Tradition seit ca. 40 Jahren. Früher mit der LBG, Agrargenossenschaft heute, führen wir das Erntefest hier in Bertelsdorf durch. Natürlich haben sich viele Veränderungen bezogen auf das Fest, Inhalt und Gestaltung ergeben. Aber das Fest 2020 wird uns sicherlich als ein gesondertes in Erinnerung bleiben, unter dem Aspekt Corona das Fest zu organisieren und durchzuführen. Die besondere Herausforderung bestand in der Vorbereitung und der Gestaltung der Hygienekonzepte, die für vielfältige Maßnahmen vorbereitet werden mussten. So für das Bürgerhaus, für das Bürgerhaus-Café, für den Fackelumzug und für das Kirchenkonzert. Wir haben uns bemüht, den Ablauf wie in den letzten Jahren zu gestalten. Für den Sonnabend hatten wir natürlich einige gesonderte Maßnahmen vorbereitet. So konnten wir unser Kinderbolzturnier Corona-bedingt nicht durchführen, haben aber alle Kinder positiv bewegt, dass im nächsten Jahr das entsprechend gemeinsam wieder gestaltet werden kann. Gleichzeitig ist der Neugier-Express anwesend und gestaltet mit den Kindern sehr viele informative Technik zum Anfassen. Das Festwochenende klang mit einem Festgottesdienst und einem Orgelkonzert von Kantor Matthias J. Assmann aus. Nicht nur einen himmelblauen Trabant, sondern wesentlich mehr und unterschiedlichste Fahrzeuge aus dem gesamten ehemaligen Ostblock konnte man in Mönchenfrei bestaunen. Von PKWs über Traktoren, diversen LKWs bis hin zu Militärfahrzeugen war alles dabei. Das Ostblocktreffen erfreut sich Jahr für Jahr großer Beliebtheit. Stürzen wir uns noch mal kurz ins Getümmel. Ja, bei mir ist jetzt David Rudolf und der hat uns was mitgebracht. Also ich habe mitgebracht ein IVW 50 LAZ, das Z steht für Zugmaschine. Den habe ich erstanden hier von LDH Langenau und da habe ich viel dran gemacht und restauriert, Achsen, hier Lager gewechselt und neue Farbe habe ich gegeben. Die Getreidekiste habe ich mir im Internet gesucht und erstanden dann. Und welche Eckdaten kannst du uns so berichten? Ach. Also Baujahr, Leistung? Baujahr ist es hier 1975. Leistung hat er 125 PS. Ja, sonst Kilometerlaufleistung ist einiges runter schön, aber er geht nach wie vor.
Ich habe heute einen Lada Nova Junior mitgebracht aus Döbeln. Was ist das für ein Baujahr? Was sind da so die Eckdaten? Da ist Baujahr 92, hat eine kleine 60 PS Maschine plus drin, also es ist ein 1,2er und hat aber schon einen geregelten Cut und ist erst nach der Wende, wie du schon sagtest, hergestellt worden. Ja, Steve, und welchen hübschen Trabi hast du uns heute mitgebracht? Der ist Trabant 601, ist Baujahr 89, ist ein Tag nach der Wende zugelassen worden. Und farblich habe ich ihn halt so gekauft schon vor 4 Jahren. Und man hat halt, ist mittlerweile ein neuer Motor drin, weil seit 3 Jahren ist jetzt ein neuer Motor drin. Dachgepäckträger, einen passenden Hänger dazu. Ist Notauto, wenn der Große liegen bleibt, gibt es halt das Bobbycar für die Heimfahrt. Ein Höhepunkt des Treffens waren auch die Panzervorführungen und die russische Schneefräse. Ja, liebe Zuschauer, wir sind beim 22. Bernhard von Cotta Gedenklauf am Cotta-Gymnasium in Brand-Erbisdorf. Wir haben das vor 21 Jahren gegründet und sind froh, dass wir das jedes Jahr durchführen konnten. Dieses Jahr aufgrund von Corona konnten wir im Juni diesen Lauf nicht durchführen. Aber jetzt im September haben wir das grüne Licht bekommen vom Kultusministerium und durften heute starten. Es sind insgesamt 50 Mädchen jetzt auf der Runde um die Schule unterwegs. Wir warten dann noch auf die Jungen. Sie haben die Aufgabe, eine halbe Stunde um die Schule zu laufen. Der Sieger, die Siegerin sind diejenigen, die in dieser halben Stunde die größte Strecke zurücklegen. Das sind in der Regel bei den Mädchen 6 bis 7 Kilometer und die stärksten Jungen schaffen in der Zeit ca. 8 Kilometer. Es galt die Devise, die Kräfte gut einteilen, denn 30 Minuten Laufen kann richtig in die Beine gehen. Nach dem Lauf der Mädchen starteten die Jungen. Und während sie ihre Runden liefen, standen 3 Mädchen uns für ein kleines Interview zur Verfügung. Wir haben heute beim Cotta-Lauf teilgenommen und es macht uns einfach Spaß, hier mitzurennen. Und von der Schule auch und als Verein, wir sehen es einfach als Training und es macht einfach Spaß. Ja, für mich ist es auch zum Training, einfach für den normalen Schulsport als Noten, also für die Noten einfach mit zum Training, damit man halt die Ausdauer und alles ein bisschen besser trainieren kann. Es macht einfach Spaß, wenn wir zu dritt zusammen laufen können und einfach halt noch ein bisschen zusätzlich trainieren können, außerhalb vom Training. Das Festival Lautstark gegen Krebs konnte 2020 nicht, wie ursprünglich geplant, stattfinden. Und so hat sich Cheforganisator Kenneth Hedecke an Kathi Hofmann von den Motorradfreunden Nossen gewandt, um gemeinsam eine Alternative auf die Beine zu stellen. Der Plan ist, dass wir eine Alternative noch wollten zum Festival und neue Leute kennenlernen, mit neuen Leuten mehr bewegen, auch Motorräder bewegen und dann möglichst viel Gelder für die Deutsche Krebshilfe zusammenzusammeln. Was bewegt euch da, diese Aktion durchzuführen? Jeder hat da seinen eigenen Standpunkt bzw. seine eigenen Erfahrungen. Bei mir ist es so, ich lag mit 16, 17 auf der Kinderkrebsstation in Berlin-Buch und habe damals gesagt, wenn ich es überstehe, mit dem Mike zusammen, mein Zimmergenosse, der ist heute bei uns, der sorgt dafür, dass die Sonne noch rauskommt. Mike ist leider verstorben kurz danach. Ich stehe hier und habe ihm geschworen, mein Leben lang gegen Krebs zu kämpfen und das mache ich. So, jetzt alle mal an die Maschine und wir haben ja gesagt, lautstark gegen Krebs, also Maschinen an und Vollgas. Ja, an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Die Aktion ist ja entstanden durch Rock um zu helfen und Motorradfreunde Nossen. Wir wollten einen Schulterschluss machen, wir wollten gemeinsam lautstark gegen Krebs sein. Ihr habt das gerade unter Beweis gestellt, dass wir das können. Und dass in so manchem harten Biker ein soziales Herz steckt und sie unterstützen wollen, bestätigten uns folgende Stimmen. Weil wir es können. Einfach so, weil es einfach Spaß macht, mit vielen Leuten zu fahren und so. Ist einfach schön. Halt. Auch der Gedanke dahinter zählt, im Prinzip zu helfen? Genau, das auch. Einfach mal Gutes zu tun, um mit einer kleinen Sache. Ne? Warum? Weil wir ja die ganzen Demos in Dresden und alles sind ja auch dagegen vorgegangen und die krebskranken Kinder sind ja auch ein bisschen zu kurz gekommen, sagen wir mal, in der ganzen Zeit jetzt. Und deswegen sind wir jetzt hier und stehen da. Und Motorradfahren ist natürlich auch eine schöne Sache, oder? Ja, klar. Weil es geil ist, Fahren ist einfach was ganz anderes, als wenn man alleine fährt. Und lautstark gegen Krebs, was hält mich dann noch zu Hause?
Eine gemeinsame Ausfahrt rund um Freiberg rundete das Event ab. Fußball begeistert klein und groß. Und für die Jüngsten hatten der FSV Motorbrand Erbisdorf und der SV Fortuna Langenau gemeinsam ein besonderes Herbstferienprogramm organisiert. Ja, hallo zusammen. Wir sind heute hier beim FSV Motorbrand Erbisdorf und wir haben hier zu Gast die Dynamo Dresden Fußballschule vom Ralf Hauptmann, der das hauptamtlich da organisiert. Und wir sind sehr, sehr froh, dass nach 2018 wir wieder hier mit Unterstützung von Danilo Fraß, der das Ganze möglich gemacht hat, im Jahr 2020 hier im Oktober zu den Ferien, zu den Schulferien, über 60 Kinder wieder begrüßen zu dürfen, die hier ein Training, ein professionelles Training absolvieren. Und wo das Fußballcamp organisiert wird von der SV Fortuna Langenau und dem FSV Motorbrand Erbisdorf gemeinschaftlich. Wir haben noch zwei weitere Vereine, die hier ein paar Kinder mit zu der Dynamo Dresden Fußballschule dabei haben. Und ein riesengroßes, tolles Vergnügen hatten die Kinder bereits am ersten Tag, als sie natürlich die gesamte Dynamo Dresdner Ausstattung bekommen haben, von Shirt über Hose und Stutzen und dann natürlich jetzt alle einheitlich hier in Gelb-Schwarz auflaufen können. Und wir haben insgesamt 4 professionelle Trainer, die ehemalige Fußballprofis auch waren und hier das Fußballcamp gestalten für unsere Kinder im Alter von 7 Jahren oder teilweise ist sogar noch einer 6 Jahre dabei bis hin zu 14 Jahren. Und da werden verschiedenste Fußballtechniken beigebracht und natürlich auch Torschuss, Dribbling, alles, was die Kinder im Prinzip brauchen, um am Ende dann auch erfolgreich in ihren jeweiligen Vereinen zu sein. Ralf Hauptmann, der Leiter der Fußballschule, stellte Inhalte des Camps näher vor. Ziel ist eigentlich Traditions- und Imagepflege für Dynamo Dresden. Wir fahren also gern auch zu kleineren Vereinen, bieten extra Trainingseinheiten an oder wie hier in Brand Erbisdorf ein Feriencamp. Ziel ist ganz klar, dass die Jungs eine tolle Woche haben mit viel Fußball. Aber auch einem Ausflug nach Dresden, wo wir ein bisschen um die Profis rumschauen, das Stadion uns anschauen, mal ein bisschen Emotionen schnuppern vor Ort. Und wie gesagt, im Jahr ca. 1200 bis 1500 Teilnehmer haben wir hier und kümmern uns ein bisschen um die Zukunft des Fußballs. In der Woche steht natürlich jede Menge Fußball auf dem Programm. Das sind die normalen Fußballgrundtechniken, die extrem trainiert werden. Passspiel, Torschuss, Dribbling. Hinzu kommen viele koordinative Anteile. Über die Laufleiter bis zu Live-Kinetik. Das DFB-Fußballabzeichen ist ein Bestandteil dieses Camps. Und an den Nachmittagen ist immer ganz wichtig, dass die Jungs sich in Spielformen unter Wettkampfcharakter weiterentwickeln können. Das ist das beste Training, was es überhaupt gibt. Ja, eine ganz bunte Woche mit Schwerpunkten. Jeder bringt sich ein. Das Level der Teilnehmer ist sehr unterschiedlich. Das heißt, für uns Trainer versuchen jeder ein Stück weit an seiner Stelle abzuholen, an seinem Können und dort ein Stück besser zu machen. Und ich glaube, das klingt uns immer ganz gut. Die Jungs sind begeistert und lernen hoffentlich das ein oder andere an Fußballtechniken. Draußen zeigte sich noch der Herbst mit all seinen Facetten. Und im Spielzeugdorf Seifen steckte man schon mitten im Weihnachtsgeschäft. Dieses sollte sich 2020 aber ganz anders gestalten. Unser Weihnachtsmarkt ist virtuell und erstmals virtuell begehbar. Wir haben also nicht einfach nur einen Webshop mit Weihnachtskategorie, sondern man kann wirklich auf diesem virtuellen Weihnachtsmarkt herumlaufen. Was steckt denn dahinter? Was sind die Beweggründe, um sowas in die Welt zu senden, um öffentlich zu machen? Nun, wir haben während des ersten Lockdowns bereits darüber nachgedacht, was wir tun, wenn die Erkältungssaison wieder losgeht, Corona sich ausbreitet und vielleicht niemand ins Weihnachtsland kommen kann. Die vielen schönen Lichter, die hier zu sehen sind, die Leute, die auftanken für Weihnachten, schon mal einkaufen. Wenn das alles nicht stattfinden kann, wie bringen wir das Licht der Weihnacht in die Häuser? Und das war der Beweggrund, über einen virtuellen Weihnachtsmarkt nachzudenken. Worauf haben Sie denn besonderen Wert gelegt? Besonderen Wert legen wir darauf, dass in den Weihnachtsmarkthütten sehr viele Hersteller versammelt sind, die man auch auf ganz normalen Weihnachtsmärkten findet. Da gibt es Hersteller von Filzpantoffeln, Schmuckhersteller, auch kleine Designlabels. Man kann Pfefferkuchen kaufen, Stollen und natürlich unsere erzgebirgische Holzkunst.
Diese Hersteller sind alle mit ihren eigenen Shops verlinkt. Das heißt, Kunden kaufen direkt beim Hersteller und die Umsätze, die Erlöse kommen direkt den Herstellern zugute, was in dieser Zeit natürlich unser größtes Anliegen ist. Denn wenn Weihnachten ausfällt, wird es für viele erzgebirgische Produzenten schnell prekär. Die Fanfaren kündigten an, dass auch im Jahr 2020 die Karnevalssaison in Freiberg am 11.11. begann. Und so fuhren das Prinzenpaar standesgemäß in einer weißen Kutsche zur Schlüsselübergabe vor das Rathaus. Und vor der Rathaustür gab es erst einmal einige humoristische Worte zur Lage in Freiberg. Natürlich haben wir ein neues Motto, dank Corona, aber nicht unter Motto. Ritter, Gaukler, Stadtverwalter, Freiberg wie im Mittelalter. Glücki, glücki, auf, auf! Habt ihr's gehört? Wisst ihr Bescheid? Jetzt ist es auch in Freiberg soweit. Der BER in Berlin hat es vorgemacht und das erste Flugzeug in die Luft gebracht. Die Umgehungsstraße in Freiberg ist auch bald gebaut. Das ist gleich das nächste Projekt nach der Pkw-Maut. Nee, war nur Spaß. Wir nehmen euch nur auf die Schippe. Fertig ist am Soldatenteich höchstens die Wippe. Auch am Herderhaus verschwindet der Kran. Dafür haben wir jetzt eine neue Eisenbahn. Sie fährt die Touristen dann kreuz und quer viel besser als der öffentliche Personennahverkehr. So kommt man zu den Sehenswürdigkeiten Stück für Stück. Und der Clou daran ist, man kommt auch wieder zurück. Ihr denkt vielleicht, wir sind verrückt. Doch wer am Rand von Freiberg wohnt, der ist nicht so verzückt. Die Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie haben vor einem halben Jahr die Ausstellung verhindert. Und dass wir sie nun heute eröffnen können, ist ebenfalls nicht selbstverständlich. Und trotz allem aber notwendig. So sehr unser Handeln und Denken von der Corona-Pandemie ergriffen ist, so sehr ist es notwendig, den Horizont an Themen, die unser Leben bestimmen, nicht allein auf dieses eine dominante Thema zu richten. Und deshalb hat der Verein Freiberger Zeitzeugnis unter dem Vorsitz von Daniel Großmann anlässlich 75 Jahre Kriegsende die Ausstellung unter dem Thema »Wenn nicht ein Wunder geschieht, halten wir es nicht aus« zusammengestellt und zeigt diese in der Petrikirche. Wie jüdische Mädchen und Frauen des KZ-Außenlagers Freiberg Kriegsende und Befreiung 1945 erlebten, wird anschaulich dargestellt, denn die Zahl der Zeitzeugen wird immer kleiner. Unser Verein hat viele historische Dokumente, Bilder, Berichte gesichtet, hat diese einzelnen Tafeln gemeinsam erstellt. Und Jana Zimmer, die Tochter einer Überlebenden aus dieser Zeit, hat dazu Kunstwerke beigesteuert. Jana Zimmer lebt heute in den USA, hat uns diese Kunstwerke zur Verfügung gestellt und wir zeigen diese Ausstellung jetzt zum dritten Mal hier in Freiberg. Und in Brand-Erbisdorf trennte sich die Wohnungsgenossenschaft zum ersten Mal von einem Wohnblock im Goldbachtal. Aufgrund strukturellem Leerstand entschieden sich Vorstand und Aufsichtsrat 2018 für den Rückbau. Im Jahr 2019 wurde das Gebäude leergezogen und im vergangenen Jahr erfolgte der Abriss. Diese Maßnahme wurde zu 100% gefördert, sodass der Wohnungsgenossenschaft keine Kosten entstanden sind. Und die für das Erzgebirge schönste Zeit des Jahres gestaltete sich 2020 so, wie man es sich hätte niemals denken können. Auch in Freiberg ließen es die aktuellen Bedingungen nicht zu, den 31. Christmarkt durchzuführen, eine große Bergparade auszurichten und viele zusätzliche kulturelle und lokulische Angebote zu präsentieren. Trotzdem sollte die Silberstadt im weihnachtlichen Licht glänzen. Und so wurde durch Oberbürgermeister Sven Krüger die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Obermarkt und in der Stadt in einer feierlichen Zeremonie symbolisch entzündet. Mitglieder der historischen Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft schoben anschließend die neu gestaltete, typisch bergmännische Weihnachtspyramide auf dem Obermarkt an.
Und mit dem Läuten der Hilligerglocke läutete man die Weihnachtszeit in Freiberg offiziell ein. Das Steigerlied bildete den Abschluss der Zeremonie auf dem Obermarkt. Musiziert von Bläsern der Mittelsächsischen Philharmonie, dem Freiberger Stadtgebläse sowie Mitgliedern des Bergmusikchors Saxonia Freiberg. Liebe Einwohner von Neuhausen, liebe Gäste von nah und fern, ich möchte Sie ganz herzlich in dem extra heute gestalteten winterlichen Neuhausen begrüßen und das alles in der Adventszeit, die in diesem Jahr nicht ganz einfach gewesen ist und sein wird. Der Neuhausener Bürgermeister Peter Haustein und Zitterspieler Michael Kaltofen grüßten Einwohner und Gäste aus nah und fern über das Fernsehen zur Weihnachtszeit. Am ersten Adventswochenende wurde in Weißenborn mit musikalischer Begleitung des Posaunenchores symbolisch die Advents- und Weihnachtszeit gestartet und die Pyramide angeschoben. Und in Bertelsdorf gestaltete ebenfalls der Posaunenchor aus Weißenborn das Entzünden des großen Schwibbogens im Dorfzentrum als Beginn der Advents- und Weihnachtszeit. Also liebe Weißenborner und Bertelsdorfer Bürger, liebe anderen Zuschauer natürlich genauso, wir sind sicherlich alle ganz froh, dass dieses etwas besorgniserregende Jahr nun sich dem Ende neigt. Ich bin trotzdem guter Hoffnung, dass wir alle einen schönen Advent haben werden. Aber ich möchte natürlich die Gelegenheit nutzen, allen denen zu danken, die dieses Jahr besonders viele Beschwernisse hatten. Das sind natürlich insbesondere die Patienten, die von Corona selbst betroffen sind. Aber es sind auch die vielen Helfer, die vielen Mitarbeiter in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen, und in den Arztpraxen, die ganz besonders auch unter eigener Gefährdung ihre Arbeit versehen mussten. Und natürlich sind es die Eltern und die Lehrer, die mit fürchterlich chaotischen Schulprogrammen kämpfen mussten. Und viele andere, die da mehr oder weniger von diesem ganzen Durcheinander betroffen waren. Alle die werden mit mir froh sein, dass dieses Jahr nun langsam dem Ende entgegengeht. Und sie werden sicherlich genauso hoffen, dass wir im nächsten Jahr ein hoffentlich überwiegend Corona-freies Jahr begehen können, vor allen Dingen mit schönen Feiern wieder, mit Familienfeiern und mit Feiern am Sommerfest und mit der Feuerwehr und was alles so ansteht und was nachzuholen ist. Und dazu wünsche ich uns allen natürlich erstmal vor allem beste Gesundheit und allen alles Gute. Eigentlich steht ja am zweiten Adventswochenende der Stollenmarkt in Brand-Erbisdorf im Mittelpunkt. Aber diesmal war es anders. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung organisierte der Brand-Erbisdorfer Stadtverein einen sogenannten Mini-Stollenmarkt. Wir heißen nicht umsonst Stollenmarkt in Brand-Erbisdorf, der Weihnachtsmarkt. Und das wollten wir ganz einfach in dieser einfachen Form beibehalten. Markt doch in Brand-Erbisdorf mit weihnachtlichem Anstrich ist ja für uns durchaus noch möglich gewesen. Wir haben die Chance genutzt und unseren Bürgerinnen und Bürgern hier einen ganz kleinen Mini
Weihnachtsmarkt zu präsentieren. So der Vorsitzende des Stadtvereins Brand-Erbisdorf zur Alternative zum sonst stattfindenden großen Stollenmarkt. Weiter führte er aus. Ja, der Stollenanschnitt hat ja auch noch eine andere Bedeutung. In diesen Jahren haben wir auch notleidende Vereine. Die Hobby-Vereinsausstellung ist ausgefallen. Viele andere Events, das Sponsoring konnte nicht stattfinden. Viele Vereine haben Geldsorgen. Und die Kinder- und Jugendarbeit in Brand-Erbisdorf trotzdem am Laufen und am Leben zu halten, dient ja auch der Anschnitt des Riesenstollens. Vom weihnachtlichen Flair mal anders zum Ernst der Lage bei Kunst und Kultur. Das Mittelsächsische Theater Freiberg beteiligte sich am bundesweiten Aktionstag Theater und Orchester. An der Theaterfassade auf dem Buttermarkt wurden mittels Videoprojektion Ausschnitte aus verschiedenen Produktionen und Konzerten gezeigt. Pressedramaturg Christoph Nieder erläuterte uns Hintergründe. Wir machen hier eine Aktion im Rahmen des Bühnenvereins Theater und Aktionstag, damit auch in dieser schwierigen Lage die Theater nicht in Vergessenheit geraten, sag ich mal. Wir können ja leider im Moment nicht fürs Publikum spielen. Es soll demonstriert werden, Theater und Kultur und Konzerte sind wichtig, sind gerade in so einer Situation auch wichtig, wo die Leute, ich sag mal, mental gestärkt werden müssen. Und da können sicherlich, sobald die Beschränkungen dann nicht mehr da sind, die Theater ihren Beitrag leisten. Und wir haben ja auch eine Menge Vorstellungen jetzt schon geprobt und warten bloß drauf, die auch wieder für und mit Publikum spielen zu können. Geprobt wird mit Abständen in großen Räumen, also nicht ganz so wie normalerweise. Wir haben ja auch sowieso schon vor Beginn der Spielzeit die Stücke danach ausgesucht, dass die kleinere Besetzungen haben. Und die Stücke, die wir geplant hatten, werden entsprechend geprobt. Nur, dass eben jetzt die Aufführungen nicht im November und nicht im Dezember stattfinden können, sondern hoffentlich dann im Januar oder Februar. Wir bleiben beim Thema Kultur, denn der 3. Dezember 2020 wird sicher Romy und Roland Seurich lange in positiver Erinnerung bleiben. Das Ehepaar Seurich wurde im Rahmen einer Stadtratssitzung in der Konzert- und Tagungshalle Nikolaikirche mit der Ehrenmedaille der Universitätsstadt Freiberg geehrt. Romy und Roland Seurich sind eine Institution in Freiberg, förmlich ein Glücksfall für das Konzert- und Ballhaus Tivoli in der Silberstadt. Nach einem Medley durch die Musikgeschichte des Tivoli überreichte Oberbürgermeister Sven Krüger die Ehrenmedaille an das Ehepaar Seurich. Anschließend trugen sie sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Auch der Freiberger Karnevalsclub bedankte sich bei beiden für die lange gute Zusammenarbeit mit einem goldenen Stern der Hall of Fame des FKK. Es war eine kleine, feine Festveranstaltung. Wir waren überwältigt von dem kleinen Programm, die zwei Künstler vom Theater haben ein wunderschönes musikalisches Medley, Klassik und Rock und Pop aus unserer Tivoli-Zeit zu Besten gegeben. Wir haben uns sehr gefreut über diese Medaille. Wir werden sie in Ehren halten und wir bedanken uns ganz sehr bei allen Freibürgern, denn ohne die vielen Freiberger Gäste aus nah und fern hätte das Tivoli nicht funktioniert. Das Jahr 2020 beschließen wir in unserem Rückblick mit positiven Nachrichten für die ehrenamtliche Arbeit in und um Freiberg. Die Saxonia-Freiberg-Stiftung ist die älteste Stiftung in Freiberg nach der Wende, nach 1992 gegründet, hervorgegangen aus der Saxonia AG, die wiederum Rechtsnachfolger des Bergbau- und Hüttenkombinates war. Und wir sind gegründet worden zur Bewahrung und Pflege des berg- und hüttenmännischen Brauchtums in der Region Freiberg, in der Zwischenzeit im ganzen Landkreis Mittelsachsen. Wir unterstützen vor allem die Vereine der Region, die unseren Stiftungszweck erfüllen, die in diesem Kontext tätig sind, seit
nunmehr 28 Jahren fast. Wie sieht die Unterstützung aus? Wir fördern vor allem Projekte der Vereine. Wir unterstützen traditionell das Silberbergwerk in Freiberg, den Förderverein Himmelfahrt Fundgrube. Wir unterstützen die historische Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft, sprich die Bergparade, bekannter, und natürlich das Bergmusikkorps Saxonia und viele weitere kleinere Vereine, in dem sie sozusagen von uns Zuschüsse, Spenden bekommen, um ihre eigenen Projekte zu verwirklichen. Unter anderem auch die Nachwuchsförderung zu realisieren. Finanziell sieht das so aus, dass wir im Schnitt im Jahr zwischen 25.000 und 30.000 Euro an Spendengeldern zur Verfügung stellen, an Zuschüssen für die Vereine, für Initiativen, für Projekte, möglicherweise auch für eigene Projekte, die wir in der Zwischenzeit auch realisieren. In diesem Jahr ist es natürlich, wie für viele, ein ganz besonderes Jahr gewesen, auch für die Vereine, die vor allem auch davon leben, dass Menschen zu ihnen kommen, ihre Einrichtung sich angucken, mit ihnen ins Gespräch kommen. Das ist ja für viele in diesem Jahr weggefallen. Wir haben also sehr schnell im Frühjahr reagiert und den Vereinen, nachdem sie dann wieder ihre Anlagen öffnen konnten, finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, um die notwendigen Hygienemaßnahmen zu realisieren. Und wir haben insbesondere natürlich auch hier das Bergmusikkorps Saxonia unterstützt. Mit dem sind wir ja, wie ich schon gesagt hatte, traditionell verbunden seit vielen, vielen Jahren. Deshalb haben wir zum Jahresende noch einmal eine Spende an das Bergmusikkorps Saxonia ausgereicht. Das war uns ganz besonderer Anlass auch und ganz besondere Ehre und Freude auch, die Nachwuchsarbeit zu unterstützen. Die Kollegen vom Bergmusikkorps haben uns ja angesprochen, haben gesagt, sie haben durch die weggebrochenen Einnahmen in diesem Jahr mit Auftritten etc., das ist ja alles, hat ja alles nicht stattgefunden. Dann haben wir gesagt, okay, wir helfen nochmal, wir unterstützen die Nachwuchsarbeit und haben einen Spendencheck ausgereicht über 2.500 Euro für die Nachwuchsarbeit. Ja, an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an die Saxonia Freiberg Stiftung. Die Übergabe des Schecks ist natürlich so kurz vor dem Weihnachtsfest ein großes Geschenk, aber gleichzeitig ist es auch eine große Anerkennung und Würdigung unserer durchaus engagierten Nachwuchsarbeit. Wir sind stolz und froh, dass wir aktuell 35 Kinder und Jugendliche bei uns im Verein in der Instrumentalausbildung haben und wollen das natürlich auch in der bewährten Qualität aufrechterhalten und künftig noch weiter ausbauen. Wir unterstützen den Unterricht einerseits fachlich, aber andererseits auch finanziell. Das heißt, wir als Verein beteiligen uns an den Ausbildungskosten. Das Ganze will auch irgendwie finanziert sein. Unsere Vereinsarbeit finanzieren wir neben Mitgliedsbeiträgen und Spenden, vor allem aus den Einnahmen von Musikauftritten. Und das ist natürlich Corona-bedingt im zurückliegenden Jahr sehr gering gewesen, so dass sich jetzt doch am Ende des Jahres ein kleines Loch in der Kasse des Vereins ergibt. Dank der Unterstützung der Saxonia Freiberg Stiftung können wir dieses Loch füllen und können auch die finanzielle Förderung der Nachwuchsausbildung in gewohnter Qualität aufrechterhalten. Und mit diesen Klängen der Nachwuchsmusikanten des Bergmusikkorps Saxonia beenden wir unseren Rückblick auf ein besonderes Jahr 2020, welches uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. Seien wir gespannt, wie sich 2021 gestaltet. Auf dieses blicken wir dann in einem Jahr.